Hola amigos und Grüße aus Spanien. Heute geht es um meine Mikrowelle, die ich jetzt einschalte. Und wir sehen tatsächlich, die Mikrowelle läuft, aber es gibt kein Licht. Das heißt, sie heizt zwar auf, aber wir können die Lebensmittel, die in der Mikrowelle sich befinden, nicht sehen. Und das ist nicht wirklich prima. Das wollen wir heute ändern. Und das heißt, wir müssen einfach nur eine Glühbirne austauschen, wie bei jedem Backofen. Tür auf, reingucken, Klappe lösen, Glühbirne raus, neue rein, fertig. Und dazu werfen wir einen Blick in die Mikrowelle. Und wir sehen jetzt rechts ein Rost mit Bohrungen. Da sitzt normalerweise die Glühbirne hinter. Was heißt normalerweise? Sie sitzt dahinter. Aber wie soll ich die von innen austauschen? Ich kann dieses Blech ja nicht abschrauben. Das heißt also im Klartext, ich muss die ganze Mikrowelle auseinanderbauen. Und das ist nicht wirklich besonders clever. Also ausgerüstet mit meinem Elektroschraubendreher. Und hierzu sind verschiedene Kreuzschrauben zu entfernen, die ich jetzt nach und nach löse. Dass ihr vorher den Netzstecker ziehen müsst, ist, glaube ich, völlig klar und logisch. Aber ich erwähne es trotzdem nochmal an dieser Stelle. Das Gerät in jedem Fall spannungsfrei machen. Und Achtung, es gibt ganz, ganz viele Elektrogeräte, die trotz gezogenem Netzstecker in der Lage sind, euch einen gewaltigen elektrischen Schlag zu versetzen durch Kondensatoren und Spulen etc. pp. Auch dann besteht bei einigen Geräten nach wie vor Lebensgefahr. Also nicht irgendetwas anfassen und nicht diese Geräte aufschrauben, wenn ihr nicht wisst, was zu tun ist. Und schon gar nicht so wie ich mit nassem Spülreiniger in diese Elektrogeräte reingehen. Das kann gewaltig nach hinten losgehen und möglicherweise tödlich enden. Das könnt ihr nur machen, wenn ihr so wie ich eine elektrotechnische Ausbildung habt. So, nachdem ich nun das Gerät ausgewischt habe und es von innen sauber gemacht habe, wobei ich mich frage, wie da überhaupt Krümel und Lebensmittelreste da oben reinkommen, ist mir ein bisschen unklar, aber gut, sei es drum. Also nachdem ich das alles erledigt habe, geht es jetzt darum, um die Frage, wo ist diese verdammte Glühbirne? Nur durch das Wissen, wo sie innen sitzt, kann ich also auch davon ausgehen und vermuten, wo sie außen sitzen müsste. Und das ist hier wirklich sehr, sehr eigenartig. Die Glühbirne ist praktisch mit zwei Metallbügeln umgebogen und damit wird die Fassung gehalten. Und hier haben wir die Glühbirne. Das ist also eine Glühbirne 230 Volt, 25 Watt E14 für 300 Grad Betrieb im Backofen. Auch in der Mikrowelle solltet ihr eine Backofenleuchte benutzen, denn auch da entstehen ja hohe Temperaturen durch das Gargut, was wiederum in den Innenraum abgegeben wird. Und ja, eine normale Glühbirne, die könnt ihr dann wahrscheinlich alle Woche austauschen. Also da müsst ihr schon 1-2 Euro mehr ausgeben, um eine Backofenglühbirne oder Glühleuchte zu kaufen. Für mich stellt sich jetzt die Frage, habe ich eine solche Birne in meinem Fundus? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich so eine habe und tatsächlich, ich habe sogar zwei. Und zwar eine 25 Watt, das seht ihr hier. Da kann man das jetzt schön sehen. Und eine 40 Watt. Aber was noch viel interessanter ist, und das habe ich vorher nämlich nicht gesehen, die 25 Watt Birne ist also für die Mikrowelle praktisch vorgeschrieben, während die 40 Watt eigentlich viel zu viel Leistung hat. Ich sie aber trotzdem einbaue, weil ich erst jetzt hier beim Videoschnitt den entsprechenden Aufkleber gesehen habe. Also das ist wirklich nicht besonders gut vom Hersteller gemacht, aber sei es drum. Das wird jetzt kaum dazu führen, dass die Mikrowelle Schaden nimmt oder überhitzt, weil das ja sowieso immer nur wenige Sekunden oder Minuten eingeschaltet ist. Aber ja, vielleicht kann die Fassung auf Dauer leiden, dass die zu heiß wird und dann anfängt zu schmelzen. Ansonsten könnte ich mir keine Nachteile vorstellen, aber es hat natürlich seinen Sinn, warum da nur 20 oder 25 Watt rein sollen. Aber an dieser Stelle den Aufkleber anzubringen,
ist wirklich bekloppt. Man hätte ihn da anbringen sollen, wo man also auch die Fassung entnimmt. Dann würde ihn jeder sehen und auch verstehen. Und Achtung, jetzt habe ich wieder den Stecker in die Steckdose gesteckt. Und das ganze Gerät befindet sich unter Spannung, ist sogar eingeschaltet. Also Lebensgefahr absolut vorhanden. Und ich versuche jetzt mit der Kamera das Licht einzufangen, was das Ding von innen machen soll. Aber das Glas spiegelt derart, dass ihr nur meine behaarten Beine sehen könnt. Und ein Teil des Stativs, unglaublich. Ja, das ist jetzt eine Position, das wird funktionieren. Jetzt ist die Mikrowelle aber aus, trotzdem ist alles unter Spannung. Also ganz, ganz vorsichtig, möglichst nicht nachmachen, darauf vertrauen, dass die Glühbirne geht und dann den Deckel drauf machen. Ich probiere es nochmal aus und will euch schön zeigen, wie jetzt diese viel zu starke Glühbirne etwas mehr Licht in die Mikrowelle bringt und man dann wirklich schön sehen kann, was da drin los ist. Hier nochmal die unglaublich primitive Montage der Glühbirnfassung, also das verschlägt mir die Worte. Also solch eine Halterung habe ich noch nie zuvor gesehen und will ich auch nie wieder sehen, zumindest nicht bei meinen Geräten, denn das ist ja wohl der größte Fusch aller Zeiten und wer seine Geräte mit so viel Herzblut herstellt, ja, da kaufe ich dann doch lieber eine andere Marke. Ja, und jetzt heißt es schon Stecker raus, Gerät spannungslos machen und es wieder zusammenzubauen, damit wir dann das Gerät wieder einsetzen können. Denn so kann es ja nicht bleiben. Also, der Fehler ist behoben, die Glühbirne ist ersetzt, alles ist wunderbar, das Gerät funktioniert, hoffentlich noch viele Jahre und deswegen bauen wir es jetzt wieder zusammen. Ja, an dieser Stelle noch was in eigener Sache. Das Video ist sozusagen als Stummfilm produziert. Warum, weiß ich nicht. Denn ich habe seit langem mal wieder meine große Kamera genutzt und aus irgendwelchen Gründen waren da alle Mikros abgeschaltet und ich habe fröhlich erzählt und zusammengebaut und jede einzelne Schraube erklärt, aber im Ergebnis hat die Kamera den Ton gar nicht aufgenommen. Deswegen muss ich das Ganze jetzt komplett nachvertonen. Also so viel sei gesagt, es gibt auch keine Hintergrundgeräusche und gar nichts. Ich habe einen Stummfilm produziert, den ich jetzt durch mein Nachgequatsche sozusagen audiomäßig zum Leben erwecken muss. Ja, was kann ich noch groß erzählen hier zu dieser Wahnsinnsreparatur einer Glühbirne? Wenn ihr das Gerät zusammensetzt, müsst ihr darauf achten, wie ich auch tue, dass das also praktisch in die Fugen sich einklemmt und dass die Spaltmaße stimmen, nicht dass sich das irgendwo, weil es ist so gemacht, dass die Rückwand Führungsschiene hat und da muss die reingerutscht oder reingedrückt werden. Wenn nicht, dann steht die so ein bisschen vor und ja, das sieht nicht nur schön aus, sondern dann fällt euch da auch alles Mögliche rein und das ist das Einzige, worauf ihr achten müsst und dann eben in meinem Fall 6 Schrauben wieder rein und fertig. Natürlich die Küche wieder in Ordnung bringen, weil sonst gibt's gewaltigen Zoff. Also alles, was ihr für eure Arbeiten beiseite gestellt habt, ordentlich zurückpositionieren. Ganz, ganz wichtig. Nachdem wir nun das Licht repariert haben, mache ich natürlich einen Test. Das heißt, ich habe hier eine alte Kaffeetasse und die habe ich mit Wasser befüllt. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob das Ding auch noch heiß macht. Denn bei solchen Sachen kann es immer durchaus sein, dass da ein Stecker abbricht, ein Kabel abfällt oder irgendwie sich was löst und plötzlich das Gerät nicht mehr funktioniert. Deshalb, wenn es fertig ist und an seinem Platz wieder steht, macht einen Test, ob alles funktioniert. Und genau wie erwartet ist die Kaffeetasse auch oder beziehungsweise das Wasser auch heiß. Und in diesem Sinne verbleibe ich mit einem Tschüss aus Spanien. Por siempre.